Moin und hallo zu einer neuen Folge LS15 auf der UF Bayer Map und mit dabei ist der Josef. Hallo. So, heute steht ein großer Tag an. Wir kaufen uns wieder neue Gerätschaften und wie ihr seht, der Hüllimann muss weg. Wir holen uns was Stärkeres und ja, dann würde ich sagen, Josef, klick auf den Verkaufsbutton. Und weg. Nö, nicht weg. Ah, jetzt 52.000, wunderbar. Wir gehen mal schnell zum Händler und da werden wir dann das neue Gerät kaufen. Denn wir werden heute den frisch rausgekommenen MB-Truck kaufen, den MB-Truck 1100. Den ihr bereits kennt oder wenn ihr meinen Kanal verfolgt, habe ich den schon vorgestellt. Hier ist er, der hat 145 PS, passt wunderbar zu unserem. Ja, sage ich mal zu unserem Betrieb und ich kaufe den mal. Hier ist er. Ja, schaut wunderbar aus. Mir gefällt er immer noch. Nicht nur in der Mod-Vorstellung, mir gefällt er jetzt auch noch. Der Sound hört sich auch richtig gut an. Und dir? Der ist richtig geil. Ja, was möchtest du machen? Möchtest du Ladewagen oder soll ich gruppern oder? Ja, du kannst mit dem fahren. Dann fahre ich den eine Runde. Mal gucken, ob er den Ladewagen passt. Passt hier, packt. Weil der passt jetzt besser hinter den Ladewagen, finde ich. Viel besser. Der Case war ein bisschen irgendwie größer. Lukas, Lukas, Lukas. Oder Josef, Josef, Josef. Warum machst du immer meine Türen auf? Realistisch. Ja, realistisch. Von wegen realistisch. Ich fahre nie mit offener Tür. Es ist. Ja, ich schon. Ja. So, dann hole ich das restliche Stroh da noch, wo liegt. Ach, du willst jetzt dreschen. Ich dachte, du. Ja, nee, dass das hier weg ist, der Scheiß. km/h hatten wir, glaube ich. Ja. Ja. Ja, mir gefällt's. Bist gespannt. Der ist geil. Passt wunderbar rein hier. Der sieht da hier, das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus, finde ich. Vorher sah das irgendwie so komisch aus vor dem Case. Ja, das passt aber echt, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn man von hier weiten sieht. Top. Ja, ich komme ja dir entgegen. Du kannst ihn dir jetzt nah bestaunen mal. Schön mit der Frontscheibe offen. Ich kann auch noch die Heckscheibe aufmachen. Wo gingen die auf? Wo hat denn der sein Träger hier? Ach, das Festzelt, die dumme Musik habe ich hier drinnen. Aber finde ich auch geil gemacht von der Map oder von dem Konvertierer oder von dem Modder, dass der immer irgendwo an zu bestimmten Stellen so eine Musik mit drinnen hat. Gehört es nicht schlecht. Weil das ist meistens immer so bei den OGF-Maps, dass du immer irgendwelche so Kleinigkeiten drinnen hast, sage ich mal, wie so jetzt die Musikdetails. Weil ich habe bislang noch nicht auf irgendeiner Bjornholm oder sonst welchen Maps irgendwie was gesehen, dass da irgendwie an bestimmten Stellen irgendwie Musik gelaufen ist. Nee, das ist echt typisch für OGF-Maps. War glaube ich 13 auch so. Ja, immer irgendwie, immer OGF eigentlich. Auch die OGF USA oder was das war, die Map, die hatte ja auch immer so Details drinnen.
Das wäre auch eine schöne Map irgendwie für so. Für irgend so ein Community-Projekt oder sonst was. Ja. Das wäre halt, wenn wir jetzt so in einem. Ja, in dem Jahr. Dann kommt. In dem Jahr kommt LS17 schon fast raus. Ja, ich weiß. Ja, stimmt. Ich glaube es ja. Eigentlich müsste man ja, irgendwie, ein Let's Play wird es oder so geben. Von der Gold Edition. Und ja, da ist ja auch schon das Veröffentlichungsdatum jetzt heute rausgekommen. Das Datum ist der 29.12. Da wird diese Gold Edition rauskommen. 29.10. oder? 29.10. habe ich gesagt. Du hast 12. gesagt. Ja, dann 29.10. Das normale Gold-Addon kostet 14,99 und wer das Spiel noch dabei haben möchte, kostet 29,99. Ja. Glaube ich zumindest. Ja genau, Pickup verstopft. Ja genau. Und das normale Spiel irgendwie 20 Euro irgendwie. So war das. Nee, ach, die Pedale und das Gold-Addon zusammen kostet 199, so war das. Keine Ahnung. Ja, das ist bekannt. Das mit dem Lenkrad und Gold-Add-on zusammen, das war ja bekannt. Oder Edition, Gold-Edition ist das ja mit Spiel zusammen. Mhm. Und Gold-Add-on ist nur das Add-on alleine. Auch komisch irgendwie. Immer irgendwie sagt jeder Gold-Edition. Obwohl es eigentlich dann das Spiel samt Addon ist. Ja. Ja, egal. Kurz auch noch irgendwie so ein Let's Play von geben, denke ich mal. Entweder Singleplayer oder irgendwie was Multiplayer-mäßiges, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Irgendwann vorbestellen noch, mal gucken, wann MMOGA ich das auch drinnen hat. Ich weiß nicht, glaube nicht. Oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du als YouTube ist eigentlich fast eine Pflicht, das zu erzählen. Ja, eigentlich schon. Wenn du Abonnenten gewinnen willst, musst du eigentlich das schon machen. Dann musst du dir jedes DLC holen und jeden anderen Käse. Gott, macht man halt mal 20, 30 Parts von dem ganzen Ding, dann interessiert so oder so keinen mehr. Weiß nicht, was scheiße ist. Genau. Jo. Die Map, eigentlich fand ich sie erst gut, aber jetzt irgendwie. Ja, ich kenne die Map nicht, also ich kenne kein einziges Bild von der Map. Also, ich kann doch nichts drüber sagen, ich kenne die Fahrzeuge wohl. Aber die Map kenne ich nicht, also keine Ahnung wie die auch. Die Map ähnelt mir ein bisschen Björnholm. Hm. Oh ja, Konvertierung von Björnholm. Und das wird die dann. Die kommt ja eh wieder in 17er, die Map. Genau, dann. Das wird dann eine Standard-Map von 17er. Als Vierfach-Map, dann brauchen sie nur noch eine machen. Aber was ich denke, da wird es dann irgendwas Südliches geben, denke ich mir jetzt. Italien und so weiter, ja, keine Ahnung. Genau, Land of Italy gab es ja im LS13 und sowas an das angehaucht wird es auch sein, irgendwas Mediterranes, irgendwie mit Hügel bisschen drinnen, sowas wird es sein, denke ich mir jetzt, weil sie haben jetzt den Norden drinnen, sie haben den amerikanischen Teil, dann Hagenstedt eher den deutschen Teil, sage ich mal, oder was war das? Keine Ahnung, was Hagenstedt, aber Hagenstedt ist eine geile Map. Ja. Und da denke ich mir, wird es irgendwie in den südlichen Teil mal geben. Ja. Oder Kanada oder irgend so was. Ja, Kanada wäre wieder amerikanisch schon fast. Deswegen Australien vielleicht, na, wohl das auch so. Australien, ja, wäre sogar noch so eine Idee, so eine Option, aber als Vierfach-Map. Aber die bräuchten dann irgendwas Kleines noch. Weil die brauchen ja irgendwas Kleines auch noch. So neben drinnen. Mal überlegen, was gibt es denn noch Schönes, wo könnten sie noch hingehen? Ja, Nordseeinsel hatten sie schon, den deutschen Raum in LS Dingsen, LS9.
Ach so, ja. Das war ja, Northern Eye oder was das war, oder da schon. Was war LSF eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwas hügeliges, bergalpenmäßiges, schätze ich. Ja, war Alpen. Ja, das war Alpen. Ja. Mehr gibt's eigentlich nicht. Was haben sie noch? LS 8 war eigentlich auch irgendwie LS 9 irgendwie, glaube ich, schon fast. Ungefähr gleich. Ja, leck auch. War bei mir auch gerade. Aber 60 FPS Anschlag. Ja, ich auch. Mehr, da wackelt nichts, da tut sich nichts. Die MS sind auch gleich, da tut sich gar nichts. Beste Aufnahme seit langem. Sonst war ja die letzten paar vor. Die letzten. Ja, was soll ich sagen? Sagen wir mal vor 3-4 Parts war ja eher ein Geruckel und ein Getue und keine Ahnung was. Das war ja extrem. So, jetzt habe ich hier einen Blick rüber, habe ich jetzt 48 FPS, wenn ich rübergehe. 60. Aha. Darauf habe ich jetzt 54. Das ist alles. Alles eigentlich top. So wie es sein soll. Genau. So, jetzt haben wir mal ein bisschen real. Gleich kommt die nächste Fuhre wieder, dann gibt's wieder Geld. Gut, dass wir den Ladewagen gekauft haben. Dann haben wir eigentlich immer Geld, Geld, Geld. Ups, voll. Wunderbar. Ab zum Hof. Gucken wir mal, was der Schlepper packt. So schön ist. Den Berg hoch, zumindest. Ja. Ja, 42, auf der Ebene 42 Vollgas. Passt doch. Der passt wunderbar. Also mir gefällt der richtig gut. Berg hoch 41, 42, da merkst du gar keinen Unterschied. 40, 41, gar nicht viel Unterschied. Der fährt genauso schnell eigentlich fast. Den Ladewagen merken wir eigentlich gar nicht hinten dran. Gute Entscheidung. Voll sein. Was? Willst der Fahrer nicht voll sein? Oh, wir sind bei 12,50. Ich lade aber vorher noch ab. So, Q ausgeben, wunderbar. Das warten wir noch ab. Und machen wir den Part auch Ende. Money, money, money is coming. Ja, wenn immer Geld kommt, wir bräuchten irgend so ein dummes Windrad. Mhm. Was kostet so, ist das im Standardspiel dabei? Ja, glaub schon. Oder? Ja. Und was waren das? Platzierbare Objekte. Bienenhaus, bringt das überhaupt was? Einnahmen, 30 Euro, das bringt ja gar nichts. Ja, das wäre schon was. So eine Windkraftanlage 2000 pro Stunde, dann lässt man den ganzen Tag durchspulen da. Ja. Hab's, komm, ich will was kaufen. Wunderbar, wir haben 7503 Euro, das ist top. Und ja, was auch top ist, ist ein schönes Partende mit diesem Gedanken, mit diesem Blick auf den schönen Kontostand. Beende ich den Part hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Ciao!